Herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi. Das bin ich. Wir machen heute den zweiten Teil. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was man so hier in den Koffer drin hat. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen in Action sehen. Das heißt, ihr wollt jetzt natürlich schnell mal wissen, wie kriegt das Ding in die Luft, wenn ihr das habt. Mir ging es so, ich bin erstmal geflogen und habe es dann mir angeguckt. Ich versuche es etwas kontrollierter für euch und wir steigen jetzt gleich mal ein, welche App, wie man das Ding startet, wie einfach man das fliegen kann. Ich zeige euch erstmal so ein paar Grundlagen, wenigstens erstmal so ein Quick-Abriss. Quick-Abriss, gutes Deutsch. Nein, zeige ich euch mal ganz schnell, einmal zusammengefasst, wie man mit diesem Ding schnell umgehen kann. Alles klar, los geht's. So, bevor wir jetzt gleich losfliegen, noch mal ein paar rechtliche Dinge, die ihr beachten müsst, bevor ihr mit der Drohne startet. Okay? Also es ist ja ganz normal, wenn ihr mit auf der Straßenverkehr unterwegs seid, wisst ihr alle, dass man sich an die Straßenverkehrsordnung halten muss. Wenn wir es mit der Drohne abheben in die Luft, gilt für uns die Luftverkehrsordnung. Die gibt's. Da gibt es ein paar Regelungen und es ist auch manchmal echt gut zusammengefasst. Ich werde euch am Ende oder ich werde euch in dem Titel und in der Beschreibung von diesem Video, werde ich mal ein paar Links reinpacken, dass ihr euch da mal noch mal richtig informieren könnt. Das kann man von Bundesland zu Bundesland abweichen, die Regelung. Aber so ein paar grundlegende Sachen, ein paar Beispiele will ich mal kurz nennen. Zum Beispiel dürft ihr nicht über 100 Meter Höhe fliegen. Ihr müsst immer unter 100 Metern bleiben. Das ist, glaube ich, deutschlandweit einheitlich. Dann muss bei dieser unter 2 Kilo Drohne, wie diese Maverick 2 Dual, also Enterprise Dual auch ist, die wiegt ja 900 Gramm und 900 und Keks, müsst ihr immer in Sichtweite fliegen. Das heißt, nur so weit ihr gucken könnt. Also die Drohne müsst ihr noch sehen. Ne? Das ist eine Voraussetzung. Oder ihr dürft nicht so dicht an Oberlandleitungen ran. Ihr dürft nicht an Hochspannungsmasten ranfliegen. Ihr dürft nicht dicht an Flughäfen ran. Ihr müsst Mindestabstände halten zu Sperrgebieten, zum Beispiel von der Bundeswehr. Da darf man überall nicht fliegen. Oder über Privatgrundstücke. Ne? Das ist verboten, dass ohne Einwilligung der Besitzer, dass man da über Grundstücke fliegt. Darf man nicht. Also im BOS-Fall haben wir natürlich Ausnahmeregelungen, die gibt es auch. Dass wenn wir einen Einsatz haben und müssen jetzt zum Beispiel über ein Privatgrundstück rüberfliegen, dann ist das so, dann ist das eine Alarmübung von der Feuerwehr oder ein Einsatz. Das muss aber in der Verhältnismäßigkeit auch passen. Nicht, dass da hinten der Einsatz ist und ich sage, oh, ich fliege jetzt mal über das Militärgebiet, das wollte ich schon immer mal machen. Dann hat man trotzdem ein Problem. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, also bitte guckt vorher. Eine kleine Hilfe dafür gleich vorweg, es gibt eine App, deutsche Flugsicherungs-App zum Beispiel, die kenne ich. Gibt bestimmt auch andere. Da kann man schnell mal sehen, ob man im Gebiet, wo man sich gerade befindet, ob man dort fliegen darf, wo nicht, warum nicht. Ist alles schön beschrieben, kann man sich da angucken. Nur als Hilfe, bevor wir jetzt gleich starten, okay? Ich weiß, ihr wollt abheben, los geht's. Der schlaue Mann bereitet sich vor und zwar nimmt er sein Handy und lädt eine App runter. Es gibt für diese Enterprise nur eine App und zwar, zeige ich euch mal, und zwar ist die DJI Pilot. DJI Pilot. Ich hatte, weil ich ein paar Funktionen vermisst habe, weil ich habe natürlich auch Mavic 2 Videos angeguckt, gar nicht mal die Enterprise. Und die haben noch ein paar Spielereien, die diese Drohne nicht hat. Diese Drohne hat nicht sowas wie, bleib an mir dran, da kannst du am Bildschirm tappen, siehst dich ein Bild, visierst dich an und die folgt dir, egal wie du läufst. Das kann die Drohne nicht. Die ist nicht zum Spielen gedacht, die hat einen Arbeitszweck. Und zwar ist es eine professionelle Industriedrohne, die hat solche Spielereien nicht. Und deshalb, da geht nur die DJI Pilot App. Ihr müsst diese App installieren. Und brauchst du diese App jetzt erstmal nicht starten. Ich zeige euch gleich, warum, wie das funktioniert. Okay, wir fangen an mit der Fernbedienung. So, man nimmt die Fernbedienung raus. Manchmal sind die Knöpfe auch nicht dran. Die sind auch manchmal liegen separat oder hier mit rangeklemmt. Die muss man hier vorher mit dran machen. Ich lasse die eigentlich dann immer dran und packe die jetzt so weg. So, wenn ihr die Fernbedienung rausnehmt, müsst ihr sicher sein, dass ihr hier das richtige Kabel habt mit dem richtigen Anschluss für euer Handy. Das ist bei mir ein USB-C. Und die Antenne kann man rausklappen. Einmal so, einmal so. Oder man kann auch ein bisschen hochstellen, wie ihr wollt. Ich mache es mal gerade runter. Ja, und da haben wir die Fernbedienung schon mal vorbereitet. Ich werde jetzt schon mal parallel die Drohne schon mal rausnehmen. Und die einfach auf der Straße mal aufbauen. Kappe runter. Also ich wiederhole nochmal, diese Kappe ist jetzt nicht irgendwie für einen Unterwasserbetrieb oder für Regen oder so einen Schutz gedacht. Das ist ein reiner Transportschutz, der muss immer ab. So, zack. So.
Zack. Zack. Ich zeige euch in einem weiteren Video später, wie man diese Drohne noch kalibrieren kann. Ne? Ich hatte gedacht, man muss erstmal alles kalibrieren, habe dadurch viel gelernt, war aber gar nicht nötig, weil vom Werk aus ist sie schon perfekt eingestellt. Die stelle ich erstmal auf die Straße. Das ist jetzt vorne. Die gucke ich sozusagen den Feldweg hier runter. So, was machen wir jetzt? Auch in einer Erfahrung, den Koffer zumachen. Wenn ihr irgendwo Gras liegt und ihr fliegt, sieht der Koffer danach aus wie unsauber. Gut, ich fange an, ich mache erstmal kurz die Fernbedienung an, damit fangen wir an. Erst die Fernbedienung. Wie man am Video auch, erst kurz und dann schnell hinterher. Tipp, tipp und gedrückt halten, bis das Geräusch ertönt. Dann lässt man los und jetzt ist es im Connecting-Modus. Man sieht ja auch, ich habe 76% Akku. Reicht massig hin. So, die Drohne auch. Kurz und dann lang gedrückt halten. Kurz und lang gedrückt halten, bis sie anfängt zu zucken. Und sie macht einen Referenzlauf. Gleich sehen wir, dass sie verbunden ist. Ready to go. Ich kann jetzt theoretisch so schon fliegen. Ich muss kein Handy ranmachen. Man kann die auch zuklappen und so einfach losfliegen. Geht wirklich. Nur dann sieht man halt das Bild nicht von der Drohne. Da muss man halt grob schätzen. Ne? Okay. Das heißt, wir bauen jetzt das Handy ran. Bei mir ist das so, dass ich hier eine Schutzhülle habe. Das ist ein bisschen zu dick für diese Aufnahme hier. Jetzt nehme ich das mal raus und stecke jetzt mein Handy mal mit USB, verbinde ich das mal. Was habe ich hier? Das ist egal. Stecke das da mal rein. Sieht jetzt nicht so professionell aus, weil ich gerade versuche, euch das zu zeigen. So. Und man sieht schon, er startet von alleine die App. Jetzt kommt gleich ein Fenster, was mich richtig genervt hat. Das erkläre ich euch gleich mal. Und zwar, wenn ihr die App startet und ihr seid richtig verbunden, wird er jetzt das fragen, USB-Nutzung. Da habe ich mal gesagt, ja, Daten übertragen, weil ich dachte, das Programm braucht das oder was, was ich. Nein, macht hier abbrechen. Die App hat ein Recht bekommen bei der Installation, dass sie auf die Gerät zugreifen darf. Diese Meldung, die zusätzlich kommt, die würde jedes Mal die Verbindung wieder trennen. Dann fragt sie wieder, oh, soll ich verbinden? Und dann ist man in einer Endlosschleife, wenn man sagt, nur Daten übertragen. Dreht man fast durch. Okay. Man hat jetzt aber zwei Modi hier zur Verfügung. Einmal im manuellen Flug, das machen wir gleich. Und Mission Flight. Das heißt, man kann dann nach Koordinaten oder nach einem Bild, Maps, Google Maps Bild quasi, kann man hier Punkte setzen, wo die Drohne selbstständig fliegt. Also das heißt, man kann dann später ein Feld markieren, da wenden, da lang, da lang, da lang. Die startet alleine. Man kann die Höhe eingeben, die Neigung von der Kamera. Erzähle ich euch dann im nächsten Video, wenn wir das machen. Kann man aber so sozusagen ein Raster absuchen. Ne? Gut, dann kann man das nehmen, Personensuche oder hier für Rehkitze, wenn hier gemäht wird, habe ich denen auch angeboten, dass wir hier mal vorher rüberfliegen können mit einer Wärmebildkamera und gucken, sind da vielleicht noch Tiere drin? Nicht, dass sie zu Schaden kommen, wenn gemäht wird. Ne? Dann kann man hier gezielt nach suchen, rastermäßig abfliegen lassen und sich das in Ruhe angucken. Und sich voll auf das Bild konzentrieren. So, wir gehen jetzt in Manual Flight rein, das heißt hier in diesem linken Punkt. The home point has been updated. Please check it on the map. Also das Programm redet auch mit, es gibt ein Update. So, man sieht jetzt schon, das ist nochmal der Stapel, wenn der USB-Stecker richtig drin ist. Ne, man sieht hier quasi das Bild, was die Drohne nach vorne die Straße runter guckt. Ne? Und man kann jetzt auch hier sehen im Google Maps, wo man sich befindet. Oder wir zurückschalten. GPS ist natürlich beim Handy eingeschaltet. Es gibt auch Fernbedienungen, da braucht man Handy nicht reinstecken. Da hat man eine größere Fernbedienung mit einem Bildschirm drin. Kostet einen kleinen Aufpreis, ist aber alles erschwinglich, alles normal. Gibt es aber auch. Wer jetzt sagt, ich möchte ein Handy nicht, wer es professionell nutzt, würde ich wahrscheinlich eine richtige Fernbedienung nehmen, dass man diese Verbinderei immer nicht hat. Ne? Gut. Jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mal eine fliegende Runde. Starten ist, wenn man diese... Ich zeige euch gleich, für was die Cursor sind. Die Sticks quasi. Ne? Wenn ihr die beide jetzt den rechten nach unten links macht und den linken nach unten rechts macht, das ist eine Position, die eigentlich keinen Sinn macht im Flugmanöver, werdet ihr sehen. Also diese Stellung wird man nie im Flug machen. Das heißt, so machen wir die Drohne an. So, die dreht. Jetzt kann ich mit einer Hand nur hochfliegen und die Drohne schwebt. Wenn ich nichts mache, bleibt die Drohne da bis zum jüngsten Tag so stehen, bis der Akku alle ist. Kann man sich auch mal ein bisschen die Haare füllen. Schön. So.
Also, ihr habt es schon gesehen. Runter, hoch. Da, siehst du beides? Wenn ich den nach vorne mache, dann kippt der nach vorne. Nach hinten mache, kippt dazu nach hinten. Mache ich nach rechts, mache ich nach links. Okay? Ich komme nochmal zur Mitte. So, hier war hoch runter. Oder rechts drehen, links drehen. So, das kann man jetzt kombinieren, wie man will. Das heißt, wenn ich jetzt hochfliege und nach vorne neige, fliegt sie voll dampf los. Mach mal beide gleichzeitig nach vorne. Ne, gewinnt seine Höhe und geht in diese Richtung. Dasselbe könnt ihr auch zurück machen mit Senken. Also sie ist nicht langsam, ne? Da ist natürlich ein kleines Störgeräusch. Ihr hört die Drohne. Ich mal ein bisschen zu uns. Aber man kann auch richtig Seitenwind haben. Ich hatte schon mal richtig auch schon stärkeren Wind. Also das Bild von der Drohne ist 1A. Ich kann jetzt hier, wenn die Drohne so steht, kann ich jetzt auch mit hier so ein kleiner Drehknopf dran. Hier kann ich den Gimbal sozusagen den Winkel verstellen. Ich kann runterfilmen. Ich kann hochfilmen. Okay? Das ist hiermit. Wenn alle Stricke reißen, drücke ich den Home-Knopf. Ich fliege mal weg kurz. So. Fliegen wir von mir aus mal ein bisschen höher. Ihr seht, jetzt drücke ich mal den Home-Knopf. Sagt sie, go home. Und sie kommt jetzt zu mir, guckt mal hin. Sie fliegt in eine sichere Höhe, damit sie nirgendwo gegenfliegt. Dreht um. Also die Drohne fliegt zurück an den Startkorb hinan. Das ist die Home-Position. Die fliegt in sicherer Höhe hierher. Alle selbsttätig. Und wir sind hier drauf. Jetzt können wir noch mal gucken, wer filmt gerade. Der Marvin. Hallo. Okay. Ne? Also eigentlich ganz einfach. Ich fasse nochmal zusammen. Wir starten. Wenn die drehen, loslassen. Einfach den Hebel nach oben. Von mir aus umdrehen. Und wegneigen. Ne? Ganz einfach. Ihr könnt hier an der Seite, gibt es noch so einen Modus. Ich sage, nenn es mal langsam. T. Und wenn ich jetzt voll nach vorne mache, seht ihr, was passiert? Ganz sanft. Das ist voll nach vorne und voll nach hinten. Also das ist sozusagen, ich stelle ein Glas Wasser drauf und ich verschütte keinen Tropfen. Der mittlere Modus ist das Modus, wo wir eben waren. Der P-Modus. Und da nach vorne kippen, ist schon ein bisschen mehr Geschmack ist drin. Und S ist der Sportmodus. Wenn ich da jetzt nach vorne kippe, dann will sie es wissen. Ne? Besonderheit beim Sportmodus ist, ich hole ihn noch mal kurz her, dass der Bremsweg ein bisschen länger ist und die Überwachungsfunktionen sind ausgeschaltet. Ich schalte es noch mal auf P, weil die Drohne hat ringsherum Sensoren. Ne? Die LAS-Sensor über an den Seiten unten drunter, ne? hat die Sensoren. Und die überwacht hier ganz genau, wenn ich näher komme. Jetzt sind wir ein bisschen dicht für die Drohne. Kommen die rote Balken und warnt mich. 1,6 Meter ist ein Gegenstand. Ich komme ein bisschen dichter geflogen. Dann sagt sie gleich, 1,2 Meter nur noch entfernt. Ne? 0,9 Meter, also ist schon ein bisschen dicht. Passt bitte auf, eine Drohne ist bestimmt nicht ungefährlich. Wenn man diese Rotorblätter abbricht, ist bestimmt Aua angesagt. Okay. Man kann jetzt ein bisschen üben, wenn man ein bisschen in der Luft ist. So ein bisschen achten fliegen oder einen Kreis erstmal. Ne? Man kann erstmal irgendwo hin, ein bisschen rumneigen und dann kann man einfach mal so ein bisschen sanfte Bewegung mal üben. Ne? So ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Einfach mal ein bisschen spielen. Ne? Was passiert, wenn man mehrere Hebel gleichzeitig bewegt und so weiter? Bitte niemals diese Startposition machen, weil ich meine, das ist eine Notausposition. Im fliegenden Modus macht die Rotorblätter aus und würde runterfallen, wenn man jetzt wieder so die Steuerungsknöpfe macht wie am Anfang.
Würde man im normalen Leben nie machen, weil dieses Flugmanöver runter und rechts drehen und noch links abkippen, ist ein Widerspruch eigentlich. Ne? Ich sage es nur. Okay, dann viel Spaß beim Üben. Willi fliegt jetzt eine Runde. Bis dann. Also ihr seht, ne, dass die Drohne, wo ich da Manöver mache und fliege, hin und her fliege, dass sie super stabil das Bild hält. Ne? Und sie will einfach fliegen. Okay, so.